Hey Boss, hast du ein paar scharfe Cheetos? Scharfe Cheetos? Klar doch. Du hast Glück, das waren die letzten. Ein anderer Schüler kam aus der Klasse gerannt. Boss, Boss, keuchte er. Ich habe nur eine Stunde Abgabetermin für eine Aufgabe. Ich brauche Hilfe. Eine Stunde? Das ist eine sehr kurze Zeit, aber es ist machbar. Ich muss dir das Dreifache des normalen Preises berechnen. Das Dreifache? Das ist viel! Das ist ein Geschäft, Mann. Nimm das Angebot oder nicht. Gut, ich bin in einer Stunde wieder da. Hey Jenny, mein hausinterner Nerd, wir haben einen neuen Auftrag. Hi, ich bin Boss. Was ihr gerade gesehen habt, war ein Einblick in mein tägliches Leben. Ich bin ein Geschäftsmann. Eigentlich war ich schon immer einer, seitdem ich klein war. Ich hatte schon immer die Mentalität eines Gewinners. Schon in der Grundschule habe ich Spielzeug und Pokémon-Karten gegen Geld ausgetauscht. Als ich die Highschool erreichte, erweiterte ich mein Geschäft und öffnete einen ganzen schwarzen Markt. Ich war auf dem Weg, Millionen zu verdienen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ich das geschafft habe, richtig? Nun, ich bin hier, um es euch zu erzählen. Aber bevor wir weitermachen, like dieses Video, drückt den Abonnieren-Button und aktiviert die Benachrichtigungsglocke und ihr werdet in Zukunft Millionär sein. Vertraut mir, es funktioniert. Ich war das coolste Kind in der Schule. Ich gebe nicht an, Leute, ich war es wirklich. Von Jim, den stärksten Athleten im Senior-Football-Team, über die Junioren bis hin zu den Neulingen. Alle hatten großen Respekt vor mir. Ich war ein Superstar, ein Held ohne Cape. Das lag alles an meinem Geschäft, dem Schwarzmarkt. Auf meinem Markt gab es alles bis auf ein paar unsätzliche Dinge. Ich habe vor, ein erfolgreiches Geschäft zu führen und nicht eingesperrt zu werden. Für den faulen Haufen, der nie seine Aufgaben gemacht hatte, hatte ich ein paar strebehafte Studenten angeheuert, damit sie die Aufgaben gegen Geld erledigen konnten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Schüler zu mir kamen, um ihre Arbeiten erledigen zu lassen. Ich habe ehrlich gesagt den meisten Profit daraus gezogen. Für die Künstler und Rebellen hatte ich alle Arten von Farben und Plakaten, sogar Sprühdosen. So konnten die Leute jeden Tag neue Wandkunstwerke in der Schultoilette sehen. Aber lass es ein Geheimnis bleiben, okay? Dann war da noch das Essen. Unsere Schule gehörte zu denen, in denen Fastfood verboten war. Ja, eine von diesen übertriebenen gesundheitsbewussten Schulen. Also musste ich einspringen für das ultimative Wohlfühlessen sorgen. McDonald's, KFC, Pizza Hut und ein paar Pommes. Ach, dafür hatte ich eine Reihe von Studenten angehört, die das Essen in die Schule schmuggeln sollten. Ihr seht also, ich war der kluge Kopf und hatte überall in der Schule Leute, die für mich arbeiten und mich noch reicher machten. Mein Freund Tim erzählte mir immer wieder, dass das Geschäft der Grund dafür war, dass mein Leben besser als das aller anderen Kinder in der Schule war. Alter, du hast jede Menge Geld und Mädchen, die auf dich abfahren. Dein Leben ist geregelt. Er ahnte nicht, dass diese Art von Aufmerksamkeit von Mädchen mir nicht gut bekam. Ich war ein sehr entschlossener und zielstrebiger Mensch. Bei dem Geschäft, das ich führte, hatte ich keine Zeit, eine Freundin zu haben oder den Mädchen Aufmerksamkeit zu schenken. Trotzdem waren einige Jungs eifersüchtig auf mich, weil die Mädchen auf mich standen und nicht auf sie. Ich warte darauf, die Freundin vom Boss zu werden, war die Antwort jedes Mädchens. Das hatte mich in große Schwierigkeiten gebracht, wisst ihr. Eines Tages kam Tim auf mich zugerannt, während ich auf dem Schulgelände mit einigen meiner Angestellten sprach. Er keuchte und versuchte mir etwas zu sagen. Boss, du steckst in Schwierigkeiten, Mann! Warum? Was ist los? Du kennst doch diese Typen, die wegen der Mädchen eifersüchtig sind? Ja, das sind Verlierer. Ich habe gerade gehört, dass diese Verlierer im Büro des Direktors sind und ihm alles über deine Angelegenheiten erzählen. Was? In diesem Moment wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten steckte. In genau diesem Augenblick hörte ich eine Durchsage des Direktors, der mich ins Büro rief. Viel Glück, Alter, sagte Tim, als ich Richtung Büro ging. Mit jedem Schritt klopfte mein Herz immer schneller und lauter. Endlich erreichte ich das Büro und als ich eintrat, schaute unser Direktor aus dem Fenster. Sie haben nach mir gerufen, Mr. Ritchie? Ja, Boss. Kommen Sie und setzen Sie sich. Sein Gesicht hatte einen ernsten Ausdruck, aber ich konnte nicht erkennen, ob er sauer war oder nicht. Ich nehme an, Sie wissen bereits, warum Sie hier sind. Deshalb möchte ich wissen, wie lange das schon so geht. Er setzte sich auf seinen Stuhl. Nun, schon sehr lange. Sehr lange was? Direkt unter unserer Nase? Wie hoch ist der Gewinn? Ich bekomme 20% Gewinn, nachdem ich alle meine Angestellten bezahlt habe. Wir sprachen etwa 5 Minuten lang über mein Geschäft. Ich war mir sicher, dass ich rausgeschmissen werden würde, aber ich setzte mich ruhig hin und beantwortete alle seine Fragen. Nachdem wir eine Weile geredet hatten, sagte Mr. Ritchie etwas, das ich ihm in 1 Million Jahren nicht zugetraut hätte. Ich möchte mit Ihnen ein Geschäft machen. Es tut mir leid, ich werde den Markt schließen und so etwas nie wieder tun. Bitte verweisen Sie mich nicht von der Schule, meine Eltern werden untröstlich sein. In diesem Moment dachte ich, betteln sei das Richtige. Ich glaube, Sie haben mich falsch verstanden. Ich möchte in Ihr Geschäft investieren. Was? Ich war überrascht, aber es war eine gute Überraschung. Und ich kam mir wie ein Narr vor, weil ich gebettelt hatte. Das ist fantastisch. Ich nahm das Angebot sofort an. Ich habe allerdings ein paar Bedingungen. Ich begann zu zweifeln, ob ich das Angebot nicht zu früh angenommen hatte. Ich werde 2 Millionen Dollar in bar investieren.
Meine Augen weiteten sich und ein willkürliches Lächeln überzog mein Gesicht. Ich möchte, dass Sie dieses Geld verwenden, um Wertgegenstände streng zu verpfänden, vielleicht Schmuck, teure Gemälde oder einzigartige Gegenstände. Du kannst ihnen das Doppelte des marktüblichen Preises geben, es macht mir nichts aus. Ich war verwirrt. Warum investiert dieser Mann Geld, um Verluste zu machen? Ich weiß, was Sie denken, Boss. Sie wollen wissen, warum ich investiere und auf Verlust aus bin. Dann hören Sie zu. Es gab da diese Uhr, die ich immer trug. Sie wurde mir von meinem Vater geschenkt. Er hatte sie von seinem Vater bekommen und er sie von seinem. Sie ist ein Erbstück. Aber vor ein paar Monaten habe ich sie verloren. Nehmen wir an, jemand hat sie mir gestohlen und ich will sie wiederhaben. 2 Millionen sind nichts im Tausch gegen diese Uhr. Ich denke, wenn wir ein Pfandhaus mit einem guten Preis eröffnen, wird jemand mit der gestohlenen Uhr auftauchen, sagte er und starrte mich weiter an. Ich nickte verständlich. Ich hielt es für einen triftigen Grund, eine große Summe Geld zu investieren, um einen verlorenen Gegenstand zu finden, der einem am Herzen liegt. Hätte ich das Geld gehabt, hätte ich das Gleiche getan. Er sagte mir auch, dass wir um das Geldes willen die verpfändeten Gegenstände verkaufen und das Geld, das wir bekommen, in 2 Hälften teilen würden. Das war's. Das wird mich zum Millionär machen, dachte ich, und so schütteln wir uns die Hände und stimmten zu. Danach ging das Geschäft sofort los. Die Kinder in der Schule waren fasziniert von der Idee, dass sie Geld für die Dinge bekommen würden, die sie nie nutzten. Und dazu bekamen sie auch noch einen höheren Preis als den Marktwert. Plötzlich strömten die Schüler herbei, um ihre Wertsachen zu verpfänden. Denk daran, ich nehme es nur, wenn es einen Wert hat, rief ich alle 10 Minuten, damit sie nicht in Scharen kamen, nur um ein Spielzeug zu bringen. Meine Mitschüler verstanden das sehr gut und brachten Gegenstände, die sie geschenkt bekommen hatten, zum Beispiel einen Babe Ruth signierten Baseballschläger und ihren Schmuck. Bald darauf wurde die Situation immer hektischer. Die Schüler brachten immer mehr Gegenstände mit. Es stellte sich heraus, dass die Schüler begonnen hatten, die Sachen ihrer Eltern, Bilder und Wertgegenstände im Haus zu stehlen, um sie gegen Geld einzutauschen. Und nicht nur das, sie bestahlen sogar die Lehrer. Jeden Tag beschwerte sich mindestens ein Lehrer über fehlende Gegenstände, die die Schüler irgendwann einmal an mich verkauft hatten. Aber das war mir völlig egal, solange ich damit Geld verdiente. Nachdem ich genug Wertsachen gesammelt hatte, die in ein separates Schließfach passten, war es an der Zeit, einen Austausch vorzunehmen. Mr. Ritchie führte mich in eine schattige Gegend in der Stadt, in der es keine einzige Maus oder Vogel gab. Keine Sorge, meine Freunde betreiben ihr Geschäft von hier aus, sagte er zu mir. Die Männer, die wir trafen, sahen unseriös aus, aber sie gaben uns einen guten Preis für die Sachen, die wir ihnen brachten. Auch Mr. Ritchie hielt sich an sein Wort und gab mir die Hälfte des Geldes, die wir verdient hatten. Ich fühlte mich schlecht, denn nach all dem Geld, das er ausgegeben hatte, fanden wir immer noch nicht seine Uhr. Es tut mir leid, dass wir Ihre Uhr noch nicht gefunden haben. Welche Uhr? Ihr Erbstück? Oh, richtig, mein Uhr. Wir werden sie schon finden, lachte er unbehaglich. Das war seltsam. Wie kann er den Grund vergessen, warum er eine so große Summe Geld investiert hat? Irgendetwas war faul, aber ich hatte keine Ahnung, was. Außerdem fiel mir auf, dass er sich sehr darüber gefreut hatte, das Geld von diesen unseriösen Männern zu bekommen, obwohl er mir anfangs sagte, es ginge nicht um Geld. Diese Gedanken begannen mich in den folgenden Tagen zu beschäftigen. An einem dieser Tage kam ein Student zu mir, um ein merkwürdiges Objekt zu verkaufen. Ich möchte eine Wanze verkaufen. Sie ist vom FBI. Ich habe sie von meinem Vater. Dein Vater ist beim FBI? Ja. Willst du sie kaufen oder nicht? Als ich die Wanze in seinen Händen sah, kam mir eine Idee. Klar, aber du bekommst nicht viel dafür. Kaufte sie ihm ab, behielt sie aber für mich. Ich koppelte die Wanze an mein Handy und sobald ich die Gelegenheit hatte, schlich ich mich in das Büro von Mr. Ritchie und versteckte die Wanze dort. Zur gleichen Zeit herrschte in der Schule wegen der vielen Diebstähle das reinste Chaos. Die Situation war so schlimm, dass die Polizei gerufen wurde. Ich versuchte optimistisch und ruhig zu bleiben, weil ich dachte, dass mich niemand verpfeifen würde. Aber in meinem Bauch brannte ein Feuer der Angst. Man kann sagen, dass mein Optimismus nicht funktionierte. Ich wette, ihr habt es schon erraten. Die Jungs, die eifersüchtig auf mich waren, ließen die Polizei wissen, was ich tat. Wenig überraschend wurde ich auf die Wache gebracht. Oh nein, meine Eltern! Ich dachte mehr darüber nach, sie zu enttäuschen, als in eine Zelle gesperrt zu werden. Ich lief in der Zelle hin und her und wusste nicht, was ich tun sollte. In diesem Moment tauchte Mr. Ritchie auf der anderen Seite der Zelle auf. Hey Boss, ich habe mit der Polizei über eine Kaution gesprochen, aber sie haben nicht die Absicht, dich gehen zu lassen. Ich war so dankbar, dass er kam, um mich auf Kaution freizubekommen und fühlte mich ein wenig schlecht, weil ich an einem so netten Menschen gezweifelt und sogar eine Wanze in seinem Büro platziert hatte. Aber dann sagte er etwas, das meinen Verstand komplett verdrehte. Ich glaube nicht, dass ich dir das sagen muss, aber wenn du der Polizei irgendetwas erzählst, werden deine Eltern eine Menge Ärger bekommen, sagte er und ging. Ich war schockiert. Hat er mir gerade gedroht? Ich fühlte mich komplett verbittert. Am nächsten Morgen ließ mich die Polizei ohne ernsthafte Geldstrafen und nur mit einer Verwarnung gehen. Nachdem ich entlassen worden war, ging ich direkt zu Herrn Ritchie, um ihn um eine Erklärung zu bitten. Was hat es mit dem Deal auf sich, dass sie mir drohen müssen, um mich zum Schweigen zu bringen?
Ich konnte nicht glauben, dass er mich ignorierte und mit der Schweigenbehandlung weitermachte und mich enttäuscht und sehr misstrauisch zurückließ. Ein paar Tage später chillte ich in meinem Haus, als ich plötzlich einen Anruf von Mr. Ritchie erhielt. »Zieh dich an, komm schnellstens zum Flughafen«, sagte er am anderen Ende des Telefons. »Warum? Du willst etwas über das Geheimnis des Geschäfts wissen, nicht wahr?« Dann legte er auf. »Das Geschäft?« dachte ich und die Neugierde überkam mich. Also schnappte ich mir ein paar Sachen, packte sie in meine Tasche und machte mich auf den Weg zum Flughafen. Mr. Ritchie wartete am Gate auf mich und als ich ankam, nahm er mich am Arm und führte mich zu den Privatflugzeugbereichen. »Bleiben Sie da stehen«, hörten wir eine Stimme von hinten. Etwa 20 Polizisten und Sicherheitsbeamten des Flughafens umstellten uns schnell. Sie kreisten uns ein, kamen herein und verhafteten Mr. Ritchie und ein paar seiner fragwürdigen Freunde aus dem Privatjet. »Du! Ich werde dich dafür verklagen«, schrie Mr. Ritchie mich an, als ob er wüsste, dass es mein Fehler war, was auch stimmte. Als ich eingesperrt wurde, hatte ich der Polizei bereits von dem Geschäft erzählt. Sie hatten herausgefunden, dass Mr. Ritchie falsches Geld angelegt hatte, um es über mich zu waschen. Ich war schockiert und hatte keine Ahnung, dass er mir Falschgeld gegeben hatte. Jetzt wurde mir klar, warum er sich nicht um einen Gewinn kümmerte. Ich erzählte der Polizei von der Wanze, die ich in seinem Büro hinterlassen hatte, und dadurch erfuhren sie, dass Mr. Ritchie mit seinen Freunden geplant hatte, mich ins Ausland zu bringen, um mich dort zurückzulassen. Zum Glück ist es nicht passiert und die Polizei hat sie auf frische Tat ertappt. Sie wurden ins Gefängnis gesteckt, während ich die Millionen, die ich auf dem Schwarzmarkt verdient habe, behalten durfte. Danke fürs Zuschauen. Habt ihr den Verstand eines Unternehmers? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und euch weitere Videos anzuschauen.